Tja, ein herzliches Willkommen zurück zu Formel 1 2012. In der letzten Folge haben wir wieder richtig losgebasht. 26 Sekunden Abstand zu Alonso. 26 Sekunden und nur noch 2 Punkte Abstand zum Treppchenplatz 2. Aber doch noch gute 50 Punkte zu Alonso, der das ganze Ding so ein bisschen auseinander nimmt. Ziel im Qualifying 10. Ergebnis im Qualifying 1. Ziel im Rennen 1. Geil. Guck mal, wir haben unsere Qualifying-Rundenzeit um knapp 3 Sekunden geschlagen. Das ist schon krass, ey. Okay, fantastisches Ergebnis. Du bist an deinem Rivalen Ziel gekommen, führst im Duell jetzt 1:0. Ja. Das, also, Raikön haben wir gefressen, ey. Den fressen wir richtig. Wenn wir tun, so rennen in Sao Paulo. Autodromo, José Carlos Passe oder Pace? Ich weiß es nicht. Im Qualifying 4. Im Rennen 1. Bei Regen. Es wird lustig. Bei Regen sind wir bisher noch nie gefahren, das wird lustig. Führungsrunden 12. Schnellste Runde 5. Beendete Rennen 5. Höchstgeschwindigkeit, Alter, 3. Knapp 348 km/h. What the fuck? Wo haben wir denn so Gas gegeben? Regnet es leicht, während die Fahrer sich darauf vorbereiten, auf die Strecke hinauszufahren. Der Konkurrenzkampf wird immer stärker. Daran wird auch der Regen nichts ändern. Ich hoffe, der Regen ändert nichts an unseren. Ideal für eine feuchte Strecke ist gut. Ich denke, wir nehmen mal das. Wir nehmen also nicht das aggressive, wir nehmen das für feuchte Strecken. Oh, das wird lustig. Das erste Rennen im Regen. Aber die Regenreifen sehen mega geil aus, muss ich sagen. Feier ich. So, vorsichtig. Die erste Kurve. Das sieht schon mal nicht so ganz gesund aus. Wow. Ja, genau, das meine ich mit dem Regen. Button vor uns, unser Teamkollege. Zeit wird aber noch von irgendjemandem geschlagen, bin ich mir sicher. Jetzt geht kein DRS, weil es regnet. Okay, ich verstehe. So, hier müssen wir echt aufpassen, wann wir wieder Gas geben. Hier, wenn wir von der Bremse runtergehen, wann wir wieder Gas geben. So, gerade weil hier die Strecke auch noch schön. Eine mäßig starke Kurve. Ja, da ist wieder Fernando Alonso auf der 1, natürlich. Er kennt sich aber auch aus mit Regenstrecken, denke ich, mittlerweile. Wir waren das erste Rennen im Regen. Das heißt, ich weiß nicht, was das heißt. Ja, genau, das passiert dann nämlich. Da sind wir schon kurz aufs Gras gekommen und sind ein bisschen weggerutscht. Was das Schlimmste ist, was einem im Regen passieren kann. Auf diesen Grünstreifen kommen und wegrutschen, da hast du echt verloren. Wenn dir das in der richtigen Formel 1 passiert, hast du verschissen, aber so richtig verschissen. Dann bist du richtig am Arsch. So, drücken können wir ein bisschen. Weil jetzt hier die Zielgerade ist. Komm schon. Pole Position. Tolle Session. Nein. Du stehst morgen auf Startplatz 2. Das sind allerbeste Voraussetzungen. Was ist das denn? Alter. Das sind 3000stel Sekunden, ist das richtig? Das sind 3000stel Sekunden. Alter. Boah, Alonso, fressen wir jetzt, ey. Der wird gefressen, das kannst du wissen. Alter. 3000stel Sekunden. Das gibt's nicht. Unser Helm ist sehr schön. Ich weiß nicht warum, aber es gibt nicht den Helm von McLaren Mercedes. Ich hätte ihn genommen. Boah, höchste G-Kraft Querbeschleunigung 4,72 G. Boah, Alter. Weiß ich irgendwas mit ab 5 oder 6 G, warst du bewusstlos? Alter. Der Autodromo. Oh Gott, bei Regen. Und dann noch mit 24 Leuten in der. Ne? Auf der Strecke. Das wird interessant, Freunde. Das wird interessant. Wir haben die Intermediate drauf, das ist also für Wechselbedingungen, Regenwahrscheinlichkeit 100%. Boah, fuck. Ich weiß nicht, ob wir die Regenreifen nehmen. Bei diesen wechselhaften Bedingungen würde ich zu den Intermediates raten. Okay. Übergang zwischen feucht und nass, alles klar. Nee, dann passt's. Ich dachte zwischen trocken und nass, zwischen trocken und feucht und, oder nass, ne? Hm. Finesse. Suche bei abtrocknender Strecke nach Pfützen, um die Reifen zu. Boah, Regenreifen, ne? Wenn da das Wetter ändert, da hast du echt verloren. Wenn du da nicht sofort in die Box kannst, um die Reifen zu wechseln, hast du echt verschissen. Okay. Los geht's. Los,
Los geht's. Für McLaren holen wir uns jetzt die nächste Pole Position, okay? Button bitte auf die 2. Wir natürlich auf die 1 und Alonso darf sich halt mal seinen dritten. Seine Erfahrung nutzen, um im Duell mit seinem Rivalen auszugleichen? Nein. Er wird sicher alles dafür geben. Ja. Alle auf Intermediate Reifen, alles klar. Wir müssen gleich wieder drücken. Halte deinen Rivalen in Schach. Wenn du ihn schlägst, winkt uns ein Vertragsangebot. Ja, genau deswegen gucke ich, dass wir drücken können gleich. Komm, gleich einfach mal ein bisschen drücken hier. Gleich hinter Alonso setzen, dass wir hier klarstellen, wer der zweite Platz hier ist. Das ist die... Boah, Alter. So, fett mal erstmal weggerutscht hier und der spritzt uns schönes ganze Wasser vor die Linse. Boah, das ist ja richtig mies. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. So, er fährt komischerweise ziemlich weit außen. Aber er ist dennoch gut vor uns. Er ist gut vor uns. Ja, halbe Sekunde vor uns. Ist eine ordentliche Zeit. So, wir müssen echt aufpassen, wenn wir hier Gas geben. Das wird ordentlich. Und ich sehe doch ziemlich wenig gerade, muss ich zugeben. Dass wir Alonso vor uns haben, ist auf zweierlei Sichten doof. Erstens, weil er die 25 Punkte kassiert. Zweitens, weil er uns das ganze Wasser auf die Linse plättert. Jawohl, das habe ich mir gedacht. Genau, das habe ich mir gedacht. So, muss wieder hier ein bisschen F11 drücken, damit meine Frames-Anzeige, also beziehungsweise die Aufnahme, dass ich jetzt aufnehme, wieder auf dem richtigen Platz ist, ne? So, Alonso, grüß dich. Ach, Vettel ist auf der 3. Ach so, Vettel ist jetzt hinter uns, das ist gut zu wissen. Das gefällt mir nämlich gar nicht. Aber vorsichtig umgehen hier mit dem Gas und mit der Bremse, ne? Wenn wir hier zu stark bremsen, rutschen wir weg, weil einfach die Reifen dicht machen. Und wir rutschen halt trotzdem weiter, das ist klar, ne? Regen und so. Wir müssen trotzdem irgendwie an Alonso vorbeikommen. Das bringt nichts, wir müssen an Alonso irgendwie vorbei. Das machen wir am besten mit irgendeiner scharfen Kurve. Das Problem ist, davon gibt es tatsächlich hier nicht so viele. Und bei Regen ist es halt... Das ist nicht die geilste Voraussetzung, um irgendjemanden zu überholen. Aber wir können ein bisschen drücken. Momentan liegt dein Rivale auf dem 11. Platz. Wir gucken, dass wir uns hier innen an Alonso vorbei... Das wird nichts. Okay. In Alonso vorbeischleichen wollte ich mich eigentlich, aber das wurde nichts. Das heißt, wir müssen einfach Gas geben und hoffen, dass wir irgendwo an ihm vorbeiziehen können. Irgendwo innen vorbeikommen. Dafür müssen wir aber erstmal wieder ein bisschen näher rankommen. Eine Sekunde Abstand ist nicht das geilste. Vettel ist anderthalb Sekunden hinter uns, das ist natürlich wieder gut. Das heißt, wir haben ein bisschen Luft. Wir haben ein bisschen Luft, wir bedrängen Alonso. Auch mit einer Sekunde Abstand. Genau wegen sowas. Weil wir hier trotzdem genau hinter ihm sitzen. Ne? Das ist dieser 1 Sekunde Abstand. Wir sitzen ihm fett im Nacken in solchen Kurven. Wir müssen nur unsere Chance finden, an der wir irgendwie vorbeiziehen können. Und das war die Chance. Und wir haben sie genutzt. Wir sind vorbei. Perfekt. Wir sind vorbei an Alonso. Wir müssen das Ding nur halten, das heißt kein Fehler und nix. So, er ist 700 Sekunden hinter uns. Wir verbessern unsere eigene Zeit und, Alter, um 6 Sekunden. 6 Sekunden haben wir diesen Sektor gerade gut gemacht. What the fuck? Was ist das denn? So, jetzt kann uns wenigstens keiner mehr Wasser auf die Linse klatschen, das ist ganz gut. Das Problem ist, wir haben so irgendwie noch Wasser auf die Linse. Okay, DRS ist jetzt wegen der Regenreifen deaktiviert. Okay, das heißt kein DRS, wenn irgendjemand uns im Nacken sitzt. Das ist natürlich gut, das ist sehr gut. Verstehe ich aber wegen der Messung. Schnellste Runde, 1,24. Geil. Mal gucken, wie stark wir unsere Qualifying-Zeit dafür verbessert haben. 1,24, ich weiß es gar nicht. Wahrscheinlich haben wir uns um eine ganze Ecke verbessert. Aber ich muss sagen, es geht doch ziemlich einfach bisher im Regen. Mit Gas und Bremse muss man halt ein bisschen stärker klotzen, sage ich mal. Aber es funktioniert doch tatsächlich ganz gut. Aber bei so Kurven muss man halt doch nochmal ein bisschen vom Gas runter, sonst kriegt man ja raus. So, hier müssen wir gucken. Perfekt. Bei Alonso sitzt uns immer noch ziemlich im Nacken. Das Problem ist, ich sehe nicht im Rückspiegel, weil da so schöne Wasserlinsen, so Wasserpfropfen drauf sind. Also auf unserem Visier schön vor den Seitenspiegeln, und zwar auf beiden Seiten. Auf dem linken schlimmer als auf dem rechten. Auf dem linken sehe ich gar nichts. Auf dem linken sehe ich tatsächlich gar nichts. Das ist echt toll.
Wir sind schon wieder ein bisschen besser in diesem Quadrant, in diesem Sektor. Das ist sehr gut. Und da ist die Runde auch gleich schon wieder zu Ende. Die Runde geht tatsächlich nicht so lang, oder? Irgendwie scheint so, ne? Ich frage mich, wo wir in Deutschland sind. Sind wir da auf dem Nürburgring? Das ist eigentlich nicht geil. So, vorsichtig, bisschen runterbremsen, dass wir hier in der Kurve nicht wegfliegen. Das können wir uns echt nicht leisten. Jetzt gerade vorletzte Runde, das können wir uns nicht leisten. Zurzeit liegt ein Rivale auf dem 11. Platz. Ja, das macht nichts. Das macht nichts. 4 Sekunden Abstand, 1 Sekunde Abstand zu Alonso. Das heißt, die kuscheln da hinten schön. Während wir eigentlich gut Platz haben. Wir haben 1,5 Sekunden Platz, das ist ganz gut. Vettel ist nochmal 2 Sekunden knapp hinter Alonso. Das heißt, knapp 3 Sekunden hinter, ein bisschen mehr als 3 Sekunden hinter uns tatsächlich. Das heißt, wir haben eigentlich viel Platz. Wir haben viel Platz. Für Formel 1 Verhältnisse ist das sehr viel Platz. Muss man sagen, es ist gut Platz, es ist sehr gut Platz. Selbst wenn uns Alonso den ersten wieder irgendwie abfahren sollte, was ich mal nicht glaube, dass er es hinkriegt, haben wir noch genug Platz zu Vettel rein. Das heißt, entweder 1 oder 2 sind uns sowas von sicher. Vorsichtig, da wären wir jetzt fast schon wieder weggerutscht, das war intuitiv wieder richtig gehandelt. Das sieht vielleicht nicht so aus, aber wenn du da ein bisschen zu viel lenkst, kriegst du sofort weg. Und dann hast du echt verschissen. Wir können zwar rückspulen, aber wie gesagt, das mache ich nur, wenn wir rausfliegen. Wenn wir Kollision verursachen oder irgendwas, lasse ich das weiterlaufen. Wirklich nur, wenn wir irgendwie rausfliegen, weil rausfliegen, das ist Rennen, na gut. Ah, schon wieder verbessert. Eigentlich ist es das auch, wenn man eine Kollision verursacht. 10 Sekunden, da ist man eigentlich auch weg. Es sei denn, wir fahren nochmal in Austin. Da hätte das sowas von überhaupt keinen Unterschied gemacht. Aber wir verbessern uns schon wieder überall. Das ist echt gut. Du hast 2 Sekunden Vorsprung auf deinen Verfolger. Wir müssen diesen Abstand halten, damit er keinen Überholversuch starten kann. Ja, und 4 Sekunden zu Vettel. Das ist perfekt. Wir bauen unseren Abstand tatsächlich aus. Es ist wirklich so. Wenn wir im Qualifying auf der 1 oder auf der 2 sind, meinetwegen auch auf der 3, haben wir noch gute Chancen. Aber wenn wir halt eben auf dem 8. oder auf dem 12. oder auf dem 18. sogar sind, ist das Rennen quasi schon gelaufen, dann haben wir echt keine Chance mehr. So. Ich hoffe, wir können auch in der Karriere sofort in den McLaren Mercedes einsteigen. Weil ich gewöhne mich langsam echt an die Karre. Muss ich zugeben, ich gewöhne mich mega an die Karre gerade. Auch wenn die Karriere natürlich noch um einiges komplexer ist als das hier. Ne? Das ist nicht jedem klar. Ja, das Saison-Challenge ist quasi so ein bisschen die Vorstufe. Oh, und Pole Position. Pow! Die nächste Pole Position für uns. Kimi Räikkönen ist auf dem 11. Ersten haben wir geknackt. Wir wechseln nicht. Wir brauchen halt einen Rivalen, aber ich will nicht wechseln. Er hat das Duell der Rivalen gewonnen. Wir gratulieren ihm und seinem Team. Nach diesem Ergebnis will Lotus ihn sicher für das nächste Rennen unter Vertrag nehmen. Kannst du knicken. AMG Petronas, ja. Sahara Force India auf 12 und 14. Mhm. Toro Rosso auf 16 und 18. Dieses HRT Formula One Team, ne? Was ist denn das? Mit Kati Kayan und Della Rosa. Kati Kayan ist ja eigentlich gar nicht so scheiße, Mensch. Was ist denn los im HRT Team, Mensch? Aber hier, 4 Sekunden Abstand schon wieder, also da sagst du nichts. Wir sind auf der 2. Nein! Vettel hat Button erwischt mit 4 Punkten. Kacke. Das ist mies. So, wir sind nur noch 40 Punkte weg von unserem Alonso-Freund. Wir müssen trotzdem alle Rennen gewinnen, wenn wir auf Platz 1 wollen, ne? Das ist euch hoffentlich klar. Weil sonst war's das. Und das ist wieder ein Grund zu feiern, Freunde. Was willst du machen? Yeah. Geil. Perfekt. Ja, Alonso. Gut gefahren, aber es tut mir leid. Wir hatten dann doch diesen ganz kleinen Vorteil in dieser Kurve. Und den haben wir genutzt. Und den haben wir sehr gut genutzt. Und das
Das ist so eine Chance, ne? Das ist wie beim Fußball. So eine Chance und die sitzt. Und dann hast du gewonnen. Manchmal ist es auch beim Fußball so. So, hat Thorsten Legowski alle Zeit jetzt wieder bei McLaren erreicht? Oder hat er noch mehr vor? Ich habe noch mehr vor. Wir haben noch keinen Vertrag zu sehen bekommen. Wir gehen aber davon aus, dass dies bald der Fall sein wird. Wir gehen nicht zu Lotus. Wir lassen den Räikkönen und Dings. Wer war denn noch? Räikkönen und ach Perez, glaube ich. Ne, Perez war es, glaube ich. Williams F1. Marussia. Timo Glock. 0 Punkte, sag mal. Alter, der. Wann ist denn der so schlecht geworden? Der war doch auch mal ein richtiger Highroller, sag mal. Oder verwechsel ich den gerade mit jemandem? Aber ich glaube, Timo Glock war doch auch mal richtig. Oh, Karti Kayan. Der war doch auch mal hier. Sehr merkwürdig. Oh, Pedro de la Rosa. Alter, Kovalainen und Petrov. Leute, was ist los? Sind die echt alle so abgesackt? Kovalainen war doch auch mal. Das war doch quasi Kimi Räikkönen 2.0, verdammt. Also, dann. Naja, 2.0, weißt du, das war so ein. Na, auch so Kimi Räikkönen halt. So Kimi Räikkönen 2. Und Räikkönen, weiß ich nicht, der kackt auch so ein bisschen ab mit Nummer 6, ne? Wir können sich mit Alonso anlegen. Oh, das wäre natürlich mies, wenn wir gegen den auch noch gewinnen würden, ey. Wenn wir gegen den amtierenden Weltmeister gewinnen würden, würden dann sagen. Was? Ferrari? Scuderia Ferrari? Nö. Boah, das wäre richtig mies, ey. Wir denken uns mit Vettel angekommen. Dein Rivale ist Sebastian Vettel. Genau. Und gegen den treten wir an in Melbourne. Im Albert Park. Ach du Schande. Okay, geht von den Kurven her. Keine großartig lange Gerade dabei, abgesehen von der Zielgeraden. Ich sehe 1, 2, 3 richtig miese scharfe Kurven. Eigentlich 4. Okay, 5,3 Kilometer. Es ist wieder sonnig, das ist sehr gut. Im Qualifying 4. im Rennen 1. Wir müssen im Qualifying mindestens auf der 3 landen. Wir müssen auf der 3 landen oder auf der 2 oder auf der 1 natürlich. Bei der 4. stelle ich mir das dann schwer vor. Wenn Button vor uns ist, Vettel und Alonso. Wir haben ja gesehen, Alonso alleine ist schon. Der war schon ordentlich, ne? Der war schon so, dass man sagen könnte, oha. Mit dem haben wir schon ein bisschen gekämpft. Ey, am 8. Juni übrigens, das ist ja schön. Ist ja 3 Tage nach meinem Geburtstag. Das freut mich. Das ist schön. War das 2012 tatsächlich ein Freitag? Ich glaube, ne? Könnte sogar hinkommen. Ja, wir haben unsere Qualifying-Rundenzeit doch um knapp eine Sekunde wettgemacht, sag mal. Und wir waren halt, ja, wir waren 3000 Sekunden hinter Alonso, verdammt. Was war das denn bitte? Also das war ja, boah. Aber wir haben trotzdem, wir haben einen Platz gewonnen, sind auf der 1 gelandet. Wir haben eigentlich alles erfüllt, was sie von uns wollten, ne? Was Bender von uns wollte. Dann würde ich sagen, nächste Folge, nächstes Rennen, nächste Pole Position. tschüss.